Leute, was geht? Und dann herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Channel. Heute hagelt es wieder Coins bei dem Scopola Battle. 40 Millionen Münzen sind auf dem Spiel, der Gegner ist Heisen. Hallo Leute, ich bin wieder zurück und ich bin gespannt. Ich werde immer zu solchen verrückten SBBs gefragt, Digga. 40 Millionen, 35 und so weiter und so fort. Ja. Wobei, ich glaube, ich habe einen guten Mix, was so meine Gegner angeht. Aber es war mal wieder an der Zeit, dass du hier in dieses Duell geworfen wirst. Digga, ich war mies lange nicht mehr auf deinem Kanal. Deswegen. Und jetzt kommen wir mit 40 Millionen Münzen. Und bevor welche sagen, letztes Mal waren 50 Millionen. Der Markt ist so gesunken, wenn man dasselbe Team bauen würde, was ich letztes Mal für 50 Millionen für das Video gebaut habe, wäre es jetzt halt ein 40 Millionen SBB. Also die Teams sind nicht schlechter als letztes Mal, nur der Markt ist einfach dick runtergegangen. Mein Starspieler ist ein Maldini Food Birthday Icon. Dein Starspieler ist auch eine Icon, nämlich R9, ne? Ja, Mann, das ist auch ein gutes Beispiel direkt. Guck mal, der R9 kostet nun noch in Anführungsstrichen 5,4 Millionen Coins. Ich glaube, vor zwei Wochen hat er dann auch irgendwie 8 Millionen gekostet. Also ein 40 Millionen SBB ist immer noch aktuell geisteskrank, Leute. Deswegen, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr weitere solche SBBs sehen wollt. Und wenn ihr absolut eskaliert und wenn die 11.111 Likes knacken, gibt's zum aktuellen Markt in ein bis zwei Wochen ein 50 Millionen SBBs. Also 11.111 Likes knacken. 12.000, Danny. 12.000. Ich glaube an deine Community, Bro. Das ist zu viel. Nein, ich glaube an die. Gönn. Okay. Ich bin gespannt. Check gerne Heisen ab und wir gehen direkt rein. Mein Team ist von hinten nach vorne gebaut, wie ihr seht. Ich habe heute mal wieder versucht, diesen zu machen. Halt mal rein, was du denkst, wer meine Spieler sind. Ich habe drin, Bro. Ich sag so, ich versuche auch direkt gut auf Coins zu kommen. Mein Starspieler kostet 3 Millionen. Okay, das heißt, es fehlen aber noch 17 Millionen, weil jeder muss ja 20 Millionen auf den Platz bringen. Das heißt, ja, ich komme auch direkt mit noch mehr Coins. Das kann aber auch direkt schief gehen. Sei ehrlich, Van Dijk Team of the Year. Wir haben Special-Regel. Ich weiß nicht, ob der Mann gerade am Feiern ist auf der anderen Seite. Wir haben eine Special-Regel heute. Man darf zwei Icons und zwei Heroes zusätzlich zum Star einbauen. Das heißt, bei uns, wir dürften beide drei Icons insgesamt und zwei Heroes, weil sonst kriegt man die Coins einfach inzwischen nicht mehr zusammen. So, und mein Keeper ist, den hast du, glaube ich, nicht, weil der kostet nichts. Ederson, dieser SBC hat 10.000 gekostet und den habe ich mir gespielt dann. Ey, ungelogen, immer bei diesen Mio-SBBs hat man immer so ein, zwei, drei Spieler, die nicht so viel Coins kosten. Und das dachte ich mir. Deswegen habe ich Donnarumma Marquinhos aufgeschrieben. Ich dachte mir, komm, erstmal nimmt er ein bisschen Chemie mit wegen Maldini und Nice. Also beide Spiele, die ich bisher habe, sind noch auf absolute Chemie, aber es ist wichtig, dass sie spielen können und die sind cool. Mhm. Und ja, sind auf jeden Fall 5 Mio jetzt schon mal. So, und jetzt bin ich bei dir dran. Stürmer und rechte Mittelfeld. Okay, also es wird eigentlich ziemlich... Einhullig. Ah, oder auch, nee, okay, wenn du jetzt das schon sagst. Schwer. Also im Sturm habe ich Johan Cruyff am Start, 91. Und rechtes Mittelfeld habe ich eine Karte. Man denkt, die kostet nicht viel, Leute, aber die kostet viel. Die kostet, glaube ich, 900 oder 800k. Es ist der Fede Valverde Totti Nomini. Also ich wusste nicht, dass er so viel kostet, aber er kostet viel. Nee, ist crazy toll, ich bin rutschen gegangen. Ich habe im Sturm Benzema aufgeschrieben und rechte Mittelfeld Mbappé, weil er seine... Oh, die POTM-Karte, ne? Die glaube ich nicht, weil die kann rechte Flügel. Aber seine Team of the Tournament-Karte von der WM kann rechte Mittelfeld. Das heißt, ich hatte zwei Spieler, die auch gut Sturm hätten sein können und teuer gewesen wären. Ich dachte, die Tipps wären schon wieder geistkrank schlau. Aber immer, wenn ich denke, meine Tipps sind schlau, treffe ich nichts. Geil. By the way, Leute, nächsten Freitag ist neuer Drop von der Modemarke von Me & Wakes, nämlich von Lucid Dreams. Es gibt richtig geile kriminelle Artikel wie das T-Shirt hier. Ich feiere das selber so extrem. Einige Leute hatten nachgefragt, ob wir weitermachen mit der Modemarke, weil es wieder relativ lange gedauert hat, bis was gedroppt wurde. Das Ding ist, ich finde, die Designs waren immer geil, die Schnitte waren geil, die Qualität war geil. Das Problem war nur, die Artikel waren leider etwas teuer und es hat relativ lange gedauert, die zu produzieren. Deswegen haben wir die komplette Firma umstrukturiert, um da jetzt dran zu arbeiten. Das heißt, in Zukunft werden zwischen den Drops nur noch wenige Monate liegen. Es gibt regelmäßig nice Drops und die Preise sind jetzt auch günstiger, egal ob vom Hoodie, von der Hose, von den Shirts. Also, jetzt sollte wirklich für jeden was dabei sein. Deswegen hat es jetzt länger gedauert, weil wir das erstmal alles hinbekommen mussten. Und jetzt sind wir an einem richtig nicen Punkt. Jetzt kann es abgehen. Deswegen folgt auf jeden Fall Lucid Dreams Klo auf Instagram. Der Link ist in der Beschreibung und da seht ihr auf jeden Fall auch, welche anderen nice Artikel an diesem Freitag online gehen werden. So Leute, zweite Runde und ich bin zuversichtlich vielleicht, dass du den hier spielst. Ich würde ihn spielen, um ein bisschen Coin zu pushen. Ja, genau da ist dein Problem. Außenverteidiger sind für mich die wichtigsten Positionen im gesamten Team. Ich habe das gemerkt, Broski hat zweimal meinen Außenverteidiger erraten. Er ist zweimal nur über die Seite gekommen. Er hat zweimal mit 4 Toren Unterschied gewonnen. Seitdem habe ich mir gesagt, ich spiele keine Bronze-Keeper mehr in der Außenverteidigung. Deswegen habe ich
zwei Spieler, die du eigentlich nicht haben solltest, weil sie nicht teuer sind. Beide unter 100k. Ich hole meine Coins woanders. Ich hab schon weggewischt. Food Birthday Tejes ist mein Linksverteidiger, der in Brasilien Link zu Ederson hat, was ziemlich geil ist. Und der Rechtsverteidiger ist aus demselben Team, den hat man seit 6 Monaten eigentlich nicht mehr gesehen. Ich hole ihn heute mal wieder raus. Rule Breaker, Jesus Navas. Boah, Digga, das war so das erste Event, ne? Boah, ja, Nostalgie und so. Nee, ich hab schon weggewischt. Ich hab Captivia gehabt und noch wen, also ich weiß gar nicht mehr wen. Oh, und dann hättest du sogar mit Glück irgendwie Navas aufschreiben können wegen Spanier und La Liga. Ah, Militao. Ich habe Militao aufgeschrieben. Ich hatte sogar Spanien, Brasilien, hatte ich sogar. Crazy. Ja, weil der Tutti kann ja auch Rechtsverteidiger. Ja, waren keine schlechten Tipps, aber ich wollte meinen Außenverteidiger schon unbedingt spielen. Ja. Okay, ich habe für dich. Weil, warte mal, kann der Spieler, den ich im LM aufgeschrieben habe, kann der überhaupt LM? Doch, er kann LM, okay. Ja. Das ist kein gutes Zeichen, das ist kacke. Ey, mach keinen Scheiß, Digga. Ich habe den gerade gekauft für 2,1 Millionen Coins. Bitte. Oh mein Gott, es ist Vinicius Junior Totti Nominee und du kannst ihn draußen lassen. Ach man, Digga. Ich kaufe den doch nicht einfach so aus Ich habe ihn eben verkauft für 2,1. Ich lotte aus meinen. Ich habe deinen gekauft, Digga. Wie viele Spiele hatte der? Ich weiß es nicht. Ich kann meine alten Aufnahmen gucken. Ich habe den eben verkauft von der Aufnahme. Ey, wenn der 495 Spiele hat, dann bin ich der Esel, der die jetzt gekauft hat, Digga. Bruder, einfach genau der Preis. Okay, geil. Okay, das schmeckt. Okay. Und jetzt noch die anderen beiden. Junge, lass mich in Ruhe. Ich habe noch am Start Ruud Rullet am Start. Mittlerer Icon. Und LZM habe ich meine Hero-Karte. Der ist eigentlich nicht so obvious. Das ist Marquisio. Nein! Nein! Das Ding ist, wenn du dich immer so freust. Nein, ich habe Nein gesagt, nicht ja. Ja, aber ich kenne dich. Ich habe nur 2 von 3 getroffen oder so. Mann. Und? Ja, gut. Du kennst mich schon ganz gut an. So schlecht. Leider habe ich Touré aufgeschrieben als Hero. Aber also, sonst habe ich Rullet und Vinicius. Du bist so ein schlechter Freund, Digga. Ich wusste direkt, wo du schon so gelacht hast. 2 von 3. Ach, Mann. Wo nehme ich denn jetzt den Joker? Ja, aber ich weiß nicht, auf welcher Position. Soll ich dich auf Außen hochnehmen? Nee, ich nehme dich in der Mitte hoch. Rulle gegen Bronze, Keeper und auf Außen kannst du Bronze LM hinmachen, weil der wird dort auch nichts reißen. Okay, das war super. Wenn ich da jetzt noch was nachlegen kann, ist Weltklasse. Ich gehe auf die beiden Außenverteidiger. Mal gucken, ob die dir so wichtig sind und du so sicher gehst wie ich oder ob du was anderes machst. Guck mal, Digga. Man nennt mich auch den Perfect Link heißen. Ich gehe auf Perfect Link und entweder ich gehe jetzt baden, Sekt oder Selter, Leute. Ich habe Elfer am Start, Theo Hernandez, Toti und RV und du kannst es dir... Kalulu, Digga, ja, mach rein. Mit sauer sein und so. Ich bin in die Serie A gegangen, ich habe Linksverteidiger Alexandro, Rechtsverteidiger Di Lorenzo aufgeschrieben. Digga, ich hätte schon einen von beiden auf jeden Fall haben können. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob ich mich freuen oder traurig sein soll, weil er ist jetzt auch zum Abschluss bereit, so, weißt du, ich meine, Bock auch nicht. Ja. So. Man sagt, ich habe extra falsch aufgeschrieben. Ja, ich habe 2 Bronze. Ich habe 2 Bronze so. Und Digga, es sind noch die teuren Spieler drin. Perfekt, Digga, komm. Gleich schreibe in Verteidigung Cristiano Ronaldo und Lionel Messi auf. Dann weiß ich, dass das ist. Dann weiß ich auch, aber dass ich für solche Tipps am Ende dick verlieren werde. Weil dafür kriegt man immer Karma. Okay, bist du ready? Hast du drin? Digga, ich habe so drin. Okay, bei mir ist auch ein bisschen risky. Ich sage so, ZDM, jetzt kommt eine Hero-Karte. Marquez. Warte mal, das hört sich nach Trauer an, das wäre geil. Okay, linker ZM ist Vieira und der rechte ZM, jetzt müssen wir die Premier League-Spieler langsam mal noch ein bisschen Chemie kriegen. Es ist Fabio Carvalho von Liverpool. Ey, das kann nicht sein, Digga. Ey, ich habe hier Zidane stehen, ob du es glaubst oder nicht. Zidane, wie knapp war ich dran? De Bruyne, Totti und Camavinga. Ey, Mann, Digga. Das wird ein richtiger Bruch hier heute in Hamburg bei mir. Das läuft auf ganz anderer Ebene. Ja, meiner ist weggegangen. Wie viele Spiele? Da kann ich nicht mehr gucken, hier steht 0. Wie viel hast du gekauft? Aber 2,04 habe ich verkauft. Nee, ich habe 2,1. Ich habe sogar teurer gekauft. Ja, aber hättest du meinen haben können, hättest du Bescheid gesagt. Ja. So Leute, das Trading habe ich an sich anscheinend auch verloren. Ich halte jetzt mal rein und das sind die 3 Jungs. Komm. Ja, wir waren beide Verlierer. Du hast den zu teuer gekauft, anscheinend ich habe den zu teuer verkauft. Ihr habt es ja eben gesehen, aber hättest ja echt Bescheid sagen können. Wir kommen in die Offensive. Das Problem bei mir ist gerade, was ihr, denke ich, alles seht, ich muss noch 10 Millionen in diese Mannschaft reinbringen. Aber das Gute ist, durch die Special-Regel, dass man 2 weitere Icons haben darf, kann ich noch eine Icon einbauen. Und da gibt es viele teure. Ihr könnt jetzt R9, Pelé, Eusebio oder kommen. Ich tue erstmal rein. Ich habe einen Spieler. Ich mache erstmal ohne Fackeln, wo die Coins herkommen. Es ist Kylian Mbappé, Team of the Year. 13 Millionen Münzen, zack, wir haben die 20 Mio voll. Ich habe den noch nie in einem SPB benutzt, glaube ich.
Ich hoffe, ich darf ihn benutzen. Und jetzt kommt ein Spieler, den habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Der ist auch gefühlt erste Woche von FIFA rausgekommen. Seitdem habe ich den vergessen, obwohl die Karte voll geil ist. Out of Position Salah habe ich als Stürmer. Oh, der 525k kostet. Weiß ich ganz genau. Ja. Aber die haben den coolen Effekt gemacht, weißt du? Und im ZRAM habe ich auch nochmal eine Karte, auf die ich einfach Bock habe, weil ich muss jetzt auch keine Münzen mehr reinholen. Aber die SBC hat, glaube ich, sogar fast 400k gekostet. Mares Food Centurion, sehr geile SBC-Karte. Oh. Digga, Zidane, R9, Benzema. Diesen Mares habe ich auch am Start von der Wundertüte, aber... Junge, du kannst mit Fullteam, ne? Fullteam? Hä, was ist denn mit dir heute los gewesen? Aber ich sag auch, mein Team, wenn man an 20 Mio-Team denkt, mein Team sieht anders aus als das, was man im Kopf hat. Das war mein Ziel. Ich wollte wild bauen. Das Team ist sogar deutlich über 20 wert, wenn man diesem Vierer ein bisschen Preis gibt. Ja. Jetzt brennt es komplett bei mir, Digga. Jetzt brennt es komplett. Jetzt bin ich sehr gespannt. So, ich habe ja keine Icon mehr übrig. Ich habe aber noch einen Hero übrig. Hast du einen Hero aufgeschrieben? Nee. Nee, das ist gar nicht gut. Ich habe mich auch keinen Hero mehr eingebaut. Nein. Boah, ich habe überlegt, ob Lucio oder Cordoba kommen, aber ich wollte nicht mich auf einen Hero versteifen. Hast du einen galaktischen? Ja, einen. Ach komm, Digga, hör auf. Aber die Frage ist, ob du halt EWT oder Courtois genommen hast. Ich habe nur einen von beiden leider. Ich hätte wohl beide aufschreiben sollen, wenn ich das höre. Also dann ist einer jetzt schon mal safe raus. Ich habe EWT Totti und Courtois Totti am Start. Junge, sonst kommt man nicht auf 20 Millionen, das ist voll schwer. Man muss die obvious Picks nehmen. Und ich habe Van Dijk. Nein, muss man nicht, hast du ja gesehen bei mir. Nein, Van Dijk auch noch. Van Dijk, der Totti oder was? Ja. Yeah. Bruder, du hast das ganze Totti-Team. Bruder, mein Team kostet auch fast 22 Millionen. Denkst du, ich mache hier halbe Sachen hier auf deinem Kanal oder was? Marquinhos, Ramos und Courtois. Na, das ist ja jetzt bodenlos mit Bronzekeeper jetzt in einem 40-Minuten-SWB. Mit Bronzekeeper also, ist ja böse, sei das. Da warst du aber mutig bei dem Tor, muss man sagen. Also, ich sag noch so, Scholz, denkst du über halbe Sachen in deinem SPP? Ich discard jetzt erneut, komm, lad mich ein. Okay, gucken wir mal rein. Bei dir ist ja ein bisschen Bronze, du kannst mein Team auch gerne nochmal bestaunen. aber wie viele Totis, Mann? Ich hab gutes Team, aber das sind, an den wichtigen Positionen sind Bronzespieler, das ist halt gar nicht gut. Boah, ich würde sogar sagen, außer Keeper hast du eigentlich entspannte Positionen bekommen. Ja, Sturm wäre schlimmer. Sturm und Verteidigung wäre schlimmer. Ja, der Keeper ist schon räudig. Also das, da hoffe ich, da geht ein bisschen was. Ey, ich finde Teuter ist das unräudigste von allen. Also Real Talk. Echt? Stört dich gar nicht, oder was? Ja, das ist manchmal bist... sogar für mich Nachteil, weil dann mache ich Longshots, genau. Nicht mal bei dem reingehen, dann habe ich einen Angriff verstellt. Genau, das ist... Oder, hä, dieser Bronxite trickst mich aus. Lenkst mich auch ab, Digga, mit Reden und sowas. Wie geht's dir? Oder... Erzähl mal so. Kannst dein Torwart gleich fragen, wie es ihm geht, Kumpel. Aber du hast schon recht, ich hab hier die zwei Jungs vorne. Schön Tritt in den Nacken. Oder meiner steht heute nicht mehr auf, sage ich dir. Nein! R9 und Kräuf. Nein! Gut gecancelt. Das war sehr, sehr gut. Aber das war lucky am Ende. I'm sorry, Digga. Also es war an sich gut gemacht, aber das war Quatsch. War sehr Digga. Gut gespielt, Digga. Alter, was da passiert? Aber das okay, war Quatsch, Digga. Wir straffen uns. Das kann sein. So. Es geht direkt los mit solchen Sachen. Oh, genau, nein. Da ist Bernards. Nein! Wäre der Bronze Stürmer am Tor, wäre der reingegangen. Bruder, was zur Hilfe? Er springt über den Ball und so, Mann. Ich merke aber trotzdem, ich habe manchmal den Eindruck, die Leute, die Bronzespieler haben, dass die ein bisschen von EA bevorzugt werden. Ich weiß auch nicht, ob ich das Gefühl habe. Ich krieg bisher auch noch keine zweiten Bälle. Ja, das ist das. Hat sich noch. Und dann noch das Tor eben so. Das war diese Krone. Bruder, auch ein bisschen Loch. Nein, genau, den wollte ich zumachen. Nein! Nein! Das meine ich, Digga. Es tut mir so leid. Junge, alle schneid das rein, Mann, von der Mittellinie, wo er meinte. Das ist krass. Okay, es brennt komplett. Ich habe ein Dreamteam. Wir müssen uns straffen. Hey, nächstes Mal schreibe ich dir bei WhatsApp, welche Spieler ich so spiele, damit ich nur einen Bronzespieler spiele, Digga. Was ist das für ein Vorteil? Geisteskrank. Du hast schon recht. Diese Innenverteidiger können das ein bisschen carryen, Digga. Habe ich den Eindruck. Gigi. Oh, ja. Ah, jetzt passiert okay, auch mal Glück haben. Nein, Digga, was sind das für komische Tore? Ich schwöre. Nur schimmeliger Kram hier bisher. Wenn es kein Abseits ist, dann liebe ich mein Leben. Und es ist Mbappé. Was? Oh mein Gott! Oh, Virgil, Digga! Award! Ey, was war das für eine Clear? Warum lupfst du da? Hä? Bruder, ich wollte Feuer lupfen über den Keeper, aber war ich schon vorbei. Aber es war ein Keeper da, also bei Real Talk. Oder der hat mich komplett verwirrt, hätte er das nicht gemacht, hätte ich glaube ich ein Tor gemacht. Am Ende des Tages war das Beste, was er machen konnte. So. Aber, oh nein. Ja. Nein, oh mein Gott, ja. Bruder, ich spiele so müde. Bauen sie Bock gar nicht. Ah, oh, Weltklasse. Uiuiui. Weit nach außen, ganz weit nach außen und Genau das. Was, er nimmt die nicht mit?
Ich habe 14 Millionen bezahlt für einen, der den Ball nicht mitnimmt. Bitte kämpf. Och nö. Ja. Och ja, nö. Ich habe die Bronzespieler eh nicht vergessen. Nein. Ah, Krise. Nein, wie gut ist... Ganz große oh. Krise. Das passiert mir auch immer so oft, ne? Dieses Panik wegpassen, ne? Ich habe das auch. Und wir machen Meter. Warum ist Fabio Cavaglio, Mann? Wo ist meine Mitspieler? Wie hoch kriegt der es? Bruder, ich muss einmal ganz nach hinten passen, um meine Spieler zu finden. Ja! 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 Oh, da geht's wieder in den Pfosten rein. Oh, wenn der jetzt Pfosten rausgegangen, ey. Das ist okay, okay, jetzt will ich das hier auch noch drehen. Jetzt! Wir leben noch! Wir leben noch, wir leben noch, wir leben noch. Wir leben noch, Dicke! Bitte! Bitte! Ja! Und da sieht man, dass es ein Toti ist, Mann. Was ein Header. Bernhard, Digga. Bernhard hat ihn, wenn er den hatte, ja. Nein, aus. Was? Oh, okay, 4-4. Okay. Einer drüber. Nein. Ja! Ja! So, und ab geht's. Und du rennst. Nein. Ja, genauso. Wo ist Saviera, Digga? Genau so, nicht anders. Nochmal in den Rückraum. Und jetzt klingelt ja, Bing-Bong! Mit schwachem Fuß macht er den. Okay, langsam. Ich bin da. Bruder, das ist McDonald's! Nein! Oh mein Gott, nein! Schieß doch! Warum grätscht da nicht wenigstens einer noch in den McDonald's hat mich nass gemacht, Mann. Er hat ein Big Taste wieder aus mir gemacht. Tschüss, mach mal weg hier. Konter? Digga, oh! Elber Knolzen im 40 Mio SPB, Digga. Das kann meine Nerven nicht mehr. Also wirklich, was ein Spiel. Aber gegen Bronze-Keeper, Bruder, wenn der jetzt kacke Paraden macht, ich fetze sie einfach alle im Winkel. Und dann hole ich das Ding. Und du dachtest, ich lupf. Nee. Lupfen wir jetzt heute richtig toll. Heute lupfen zu viel des Guten. Aber du bist einer. Ich wusste das, Digga. Ich wusste, dass du mich damit provozieren willst. Auf keinen Fall, Digga. Auf keinen Fall. Drin. Nein, zweimal falsche Ecke. Nein, ich wollte doch erst! Junge. Dumm. Warum schießt Tejas, als ob der mein drittbester Schütze ist? Bei dem ist ultra schnell. Ah ja, ich habe eben studiert. Nein. Ja, Digga, Bronzekeeper, ich baue dir eine Statue, Junge. Aber jetzt habe ich dich auch. Ja. Nein. Sau. Er ist zu viel schon wieder Mitte. Ach Mann! Komm, den hältst du jetzt. Wenn den jetzt Bernhard hält, Digga, ich baue ihm die Statue hier bei mir zu Hause, ich sag dir. Was für Marquez, Mann, bei mir schießt nur Verteidiger und Einbeinige. Wo ist eigentlich der immer Pitot? Ja, das schon geschossen. Ja, Elva ist trotzdem gut und Elva ist trotzdem drin. Ja. Und jetzt, wer darf jetzt Hero werden bei mir? Wer darf sich zum Helden drücken? Oh nein, auch Innenverteidiger. Van Dijk, Toti. Und jetzt lupst du zum Hund. Oh mein Gott, ich hab nicht einmal die Ecke gehabt! Was zur Hölle, Mann? Was ein Game, Bro, Alter. Das war so intens, ey. Oh mein Gott, GG's. Alter Schwede, wie du zurückgekommen bist, 90. und so krank. Ich hab umgestellt. Ja. Ich kann nicht mehr was sagen, ey. Du hast krass gespielt, du hast 3 Bronzespieler, also du hast verdient gewonnen, aber ich kann es trotzdem nicht einsehen, wenn jetzt hier ein dicker Spieler getroffen wird, oder? Das wäre echt schade. Boah, ich sag dir ehrlich, so ein 40 Mio SWB, egal wen ich treffe, es wird wehtun. Das könntest du in Mbappé ich sag dir sogar, es ist nicht mal egal, wen du triffst, weil ich habe 4 krasse im Team und 7 Schmutzspieler. Ich habe Mbappé, Toti, Van Dijk, Toti, Maldini, Food Birthday und Vieira World Cup Icon. Aber die anderen Spieler kosten alle maximal eine halbe Mio. Also einfach keinen von meinen 4 guten Treffen und ich nie getrifft. Ich glaube, ich habe das Team eigentlich schlau gebaut. Ich habe eigentlich dazugelernt. Ich nehme was Defensives, kann ich schon mal sagen. Ich nehme... Boah, ich glaube, ich mach's. Ich glaube, ich gehe heute den Move. Ich nehme deinen Torwart. Und es ist still. Es ist immer Petoti, das wäre nicht so gut, Bro. Das würde mir sogar ehrlich leid tun. Aber wäre es einmal Petoti gewesen, hättest du hier Stühle und Bildschirme fliegen hören, das kannst du mir glauben. Dann hättest du Reise storniert, ne? Also der ist es nicht, zum Glück. Okay. Aber es ist trotzdem ruhig, also... Ja, also die Karte ist sehr, sehr, sehr geil. Vieira World Cup Icon. Boah.
Das ist, glaube ich, mein härtester Discard auf deinem Kanal. Also, wo ich. Ja. Digga, es tut mir leid, was soll ich sagen, Digga? Zumal. Bruder! Digga, ja, ihr wisst selber, den musst du mal mit Token holen, kann ich nicht wiederholen. Du kriegst halt nicht mal wieder, Digga, ich wollte gerade sagen. Ja, ja, der war eigentlich immer eine gute Lösung, so. Boah. Er war immer eine gute Lösung. Aber was du mir alles discardet hast, komm, einmal darf ich mal zurück discarden, komm. Ich bin ins Discard reingegangen und dachte mir, bitte, Hauptsache nicht einmal P. Ich hätte gerade, als du gesagt hast, Verteidigung, weil alle vier Verteidiger waren nicht geil, so hatte ich noch Hoffnung, aber was jetzt der Keeper kam, ist doof gelaufen. Aber... Ja gut, so ist das Game, wenn man sich auf solche Videos einlässt. Man hat sich inzwischen schon dran gewöhnt, ein paar Mews zu discarden. Leute, lasst ein Like da, checkt Heisen ab. Macht's gut. Ciao. Tschüss. Sorry.